Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hearthstone, einem neuen Spiel. Neue Whispers of the Old Gods sind gerade rausgekommen, bzw. gestern rausgekommen, gestern auf NA, heute auf EU. Und heute wird unser erstes Video zur neuen Expansion sein. Wir werden heute überraschenderweise Ranked spielen. Denn ich habe ja vorhin angekündigt, es gibt Arena und so weiter. Jetzt hat sich alles geändert, denn ich habe heute Morgen Ranked gespielt und ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Spaß in Hearthstone, noch nie. Unglaublich, was heute auf der Ladder abgeht. Jeder spielt seine eigenen Decks. Jeder spielt lustige Decks. Jeder spielt ein anderes Deck. Man spielt kaum gegen dieselben Decks. Und man kann selber sein eigenes Deck zusammen Theory craften, so richtigen Bullshit-Deck und es funktioniert auch noch. Ja, es hat noch nie. Und das auf Legend, ja, auf Legend-Ranks. Es ist unglaublich, was heute auf der Ladder abgeht. Wahrscheinlich ist es der beste Tag, um zu laddern in der gesamten History of Hearthstone, weil einfach keiner Ahnung hat, was gut ist, was schlecht ist. Jeder sein eigenes Zeug rum experimentiert und das ist einfach nur der absolute Hammer. Es gibt kaum Agro-Decks. Macht einfach gerade sowas von mega Bock auf der Ladder, auch wenn es jetzt nicht perfekt läuft. Ich habe meinen Rang 3000 hier nicht gerade erreicht, aber ich spiele mal los und reden wir so ein bisschen. Deswegen, Arena ist nach hinten verschoben. Arena kann warten. Dieses Constructed Meter wahrscheinlich nur ein paar Tage so bleiben, da sollten wir auch ausnutzen. Denn, was halt wichtig zu wissen ist, jetzt hat noch keine Ahnung, jetzt macht jeder so einen eigenen Scheiß. In 3-4 Tagen wird jeder schon wissen, okay, das ist gut, das ist schlecht und so weiter, dann wird es schon relativ, ich sag mal, stagnieren. Aber jetzt wirklich noch alles offen. Und das finde ich halt sowas von absolut göttlich. Das macht gerade so viel Spaß, Leder zu spielen. Und jetzt kommen wir zum Deck. Das Deck ist ein absolutes Trolldeck, aber es funktioniert, ja, es ist lustig. Das ist Yogg-Saron Druid. Yogg-Saron, die Karte kennt ihr wahrscheinlich, das ist dieser fette Old God, der für jeden bisher gecasteten Spell, einen weiteren Spell castet, ja, ist komplett gestört, die Karte, komplett gestört. Aber sie ist geil. Genau, das ist die Karte, um die das Ganze direkt geht. Also wir haben quasi so eine Art Ramp-Druid mit vielen Mana-Karten und so, vielen Taunts, vielen starken Minions und dann aber ganz viel Spells auch und eben Yogg-Saron so als Art Finisher. Ich glaube nicht, dass der gut ist und ich bin gegen Agro-Druid, das sagt, aber es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und ist einfach nur der absolute Hammer. Also wie gesagt, ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Spaß in Hearthstone. Es ist einfach unglaublich, dass das Level abgeht. Es ist richtig, richtig geil. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, jetzt sofort Hearthstone zu spielen, weil desto länger ihr wartet, desto schlechter wird es. Weil dann wird wieder die ganze Zeit, dann wird wieder nach und nach, wenn die Decks sich rauskristallisieren, die gut sind, und dann wird wieder, ich sag mal, so werden die davor. Während jetzt haben wir neu mehr. Also hier sehen wir die erste neue Karte, die ich im Deck habe. Fundrill Stuckhelm, die neue Druid Legendary, dass man beide Choose One Effekte nutzen kann. Ist nicht schlecht, aber vor allem halt stark wegen dem Buddy. 3-5 sind gute 4 Mana Stats und deswegen kann man die immer spielen. Ich gehe mal kurz das Deck durch, warum man eben diese ganzen normalen Druid, Mana Karten in der Welt, Wild Growth, die neue Karte Maya Keeper ist quasi auch wie ein Wild Growth. Dann haben wir ein paar Spells, einfach wollen unsere Max, wir wollen die Spells, so viel möglich Spells haben, dass wir eben unseren Yogg dann rausbekommen. Dann haben wir eben starke Minions. Neue Karten im Deck sind eben Maya Keeper, Fendel Stuckhelm, Yogg natürlich, Feral Rage und ich weiß nicht, ob die Karte so richtig stark ist, vielleicht ist sie auch nicht so toll. Ich spiele darf jetzt mal. Das hat eigentlich bisher ganz okay. Ich habe am Anfang zwei drin gehabt, da habe ich einen gecuttet. Ihr seht hier auch, dass eigentlich habe ich mit allen sehr zufrieden mit der Liste, aber wo ich ein bisschen nicht so richtig weiß, was los ist, der Dreier-Spot, ja. Bei Dreier-Spot habe ich drei Spells, jeweils einmal, Feral Rage, Mulch und Savage Roar. Und da muss ich noch ausfinden, welche von den dreien wirklich die besten sind, die welche ich dann vielleicht auch mal cutte, weil da bin ich noch nicht so ganz zufrieden. So, ich spiele jetzt ein Duel of the Claws, okay. So. Ich würde sagen, wir spielen dann Rain Idol. Das kann man Spell. Eigentlich fast immer aufs Spell gehen, außer man braucht gerade unbedingt einen Minion. So, hier, Swipe. Swipe ist nicht schlecht, Living Wood ist auch gut. So, er spielt auch einen Maya Keeper, ist okay. Jetzt haben sie leider unser Swipe nicht mehr, macht aber nichts. Wir spielen jetzt einfach Ancient of War. Hauen wir mal richtig rein mit dem Teil. Zack, zack, zack. So, also wie gesagt, das Ziel des Decks ist so ein bisschen so. Wir haben zwei Win-Cushion. Entweder machen wir es so, dass wir mit Swell das Board controllen und dann mit Yogg-Saron richtig rein und hoffen, also Yogg-Saron ist natürlich die Ultimate Randomness-Karte ever. Das werdet ihr noch sehen. Die Karte ist einfach der absolut Fun-Faktor hoch 100. Aber man kann so richtig in die Hose gehen, aber das werdet ihr gleich noch sehen.
Und ansonsten können wir auch ohne die Karten. Wir können auch mit starken Minions gewinnen. Also müssen nicht unbedingt. Wir müssen uns nicht voll auf Yogg-Saron verlassen. Wir haben auch schon andere starke Karten, die uns allein schon carryen können. So. Was haben wir hier jetzt? Ich denke, das Beste ist auch Rag. Rag und dann hoffen, dass wir vielleicht den da snipen oder den da snipen. Manchmal auch den haupt den nicht. 2-2 haupt den nicht face. Okay. Ist okay. Können sich beschweren. Ist halt ein Agro-Dude. Das ist für uns ein ziemlich schlechtes Matchup jetzt, glaube ich, aber egal. Was hat er da? Fuck off, Yesharch. Neue Karte auch. Cool. Und wie gesagt, Hearthstone macht gerade so viel Spaß. Es macht sogar Spaß zu verlieren, wenn man nicht gerade gegen Aggro-Charmin spielt. Ja, es ist wirklich unglaublich geil. Wenn man selber coole Deck spielt, wenn der Gegner coole Deck spielt, wie es hier der Fall ist, ich habe das Deck noch nie gesehen, was er gerade spielt. Ja, ist jedes Spiel, jedes Deck komplett. Oh, wer hat BJH? Oh. Das ist schlecht. Das ist extrem schlecht. Kriege ich den da nicht weg. Okay, das ist ganz gut. Die können wir als Charger nehmen. Machen wir ja nicht auch. Wir können einfach kein Risiko eingehen. Wir müssen das Board irgendwie wegfangen. Machen wir den hier als Minion. Dann chargen wir den weg. Einfach nur Hammer. Wie gesagt, wir versuchen halt ein bisschen zu climben. Ich denke, 6 ist nicht das Beste der Welt, aber es macht wirklich richtig Spaß. Ja. Es gibt ja viel Cthulhu-Druid, er spielt Argo-Druid. Okay, man kann einfach verschiedene Sachen spielen. Und gerade sieht es sehr gut aus, weil er hat irgendwie, er ist out of cards, wir haben noch so viele Karten, ja, und er ist irgendwie ein out of steam, was gut für uns ist, und er hat keine Combo mehr, also sieht sehr schön aus für uns. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt in dem Fall mal einen Minion. Die sind alle richtig scheiße. Die sind alle richtig, richtig scheiße. Nehmen wir das da. Dann würde ich sagen, ziehen wir eine Karte. Jo. Swipe. Ist nicht so stark hier, ganz ehrlich. Jetzt sag ich mir mal bei den Minions. Zack, zack. Und dann traden wir den dort rein und sind immer noch gut dabei. Haben wir noch so viel Karten in der Hand, haben Swipe, falls. Also ich glaube, das Spiel sollten wir gewinnen. Außer er hat irgendeine Burst-Combo jetzt oder spielt noch irgendeine Legendary, wer weiß. Weiß man ja alles nicht genau. Er ist auch ein 6000 Legend, das ist ja komisch. Naja. Weil Teacher ist halt ein Token, ah, Token-Druid, das ist eigentlich ganz interessant. Können wir auch ausprobieren. Also, es gibt so viel, was man ausprobieren will. Es gibt eigentlich so viel, ich hatte so eine Liste von Decks, die ich ausprobieren wollte, aber ich bin bisher nur bei dem Deck geblieben, weil es so viel Spaß macht. Das zeigt schon alles, was ich eben eigentlich sagen will. So, ich glaube, hier ziehen wir erstmal Karden. 3 Stück. Dann holen wir das Taunt. Oh, Innerwelt stark. Also Drake, yo. Trade, wir machen Trade noch alles weg. Alles okay. Wir können es ruhig jetzt nicht angehen. Ich glaube nicht, dass er noch uns besiegen kann im Late Game. Wir schauen, wir haben noch 5 Karten. Davon sind auch 2 Card Draw Karten. Er hat eine Karte und die ist wahrscheinlich scheiße. Er ist halt ein bisschen aggressiver Deck als wir. Oh, Azodrek ist ein starker Top Deck von ihm, muss man sagen. Ich glaube nicht, dass ihm groß helfen wird. Okay, wir haben schon fast Lethal, glaube ich, weil der hat Windfree. Das wären dann 10 Schaden. Plus 6 Schaden. Mal überlegen, also 10 Schaden, weil er kriegt plus 2, 10 Schaden, 6 Schaden, 16 Schaden, 18 Schaden, 20 Schaden, 23 Schaden. Ja, ist easy lethal. Und jump! Nice one. 1-0 mit dem Deck. Wunderbar. Hands will get my wriggle in. Ich würde da super gerne mal so Musik oder so beim Hearthstone machen, aber es geht ja leider nicht wegen den YouTube-Richtlinien. Naja. Was ist das denn? 12. Ist das die Nummer von Spells? Was ist das? Ich glaube schon, das hat irgendwas mit Yogg-Saron zu tun, glaube ich. Das ist von Deck-Tracker. Ich glaube, Wrath hatten wir behalten. Wir könnten sogar das auch behalten. Aber ich glaube, das tun wir die mal weg. So, alle Mana-Karten her damit. Das bedeutet, dass. Naja.
Fiery Bat. Good card. Trotzdem Wild Growth einfach. Wir müssen extra noch 4 Mana haben, dass wir Hero Power und Wrath machen können. Das ist gut. Das kann ja zum Beispiel, wenn er zum Beispiel irgendwie was mit 2-3 Leben spielt, zwischen Knife Juggler, können wir es halt direkt. Oh, okay, nichts. Ich glaube, hier machen wir erstmal Raven Idol für Spell. Oh. Ich glaube, Mark the Wild ist ganz gut. Frage ist: Hero Power oder Wrath? Ich glaube, ich mache Hero Power. Ich weiß gar nicht, auch was für ein Hunter ist. Ob es so ein richtiger Face Hunter ist oder so ein eher Slower Hunter. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ja, das ist ein Spell-Counter. Problem ist nur, es ist irgendwie gebuggt. Ich glaube, der ist im Deck-Tracker, aber Deck-Tracker ist noch nicht so optimal, weil es, wie gesagt, seit einem Tag die Expansion draus ist. Er soll, glaube ich, eigentlich die Spells zählen, aber das Problem ist eben, dass hier, er hat im letzten Game die Spells übernommen. Das ist, glaube ich, so, das gerade ein bisschen komisch ist. Naja. Nourish könnten wir machen. Nourish, dann haben wir 2 Mana und dann Wrath. Wäre okay, denke ich. Let's do it. Yo. Fällt mir. Ja, so eine 8 Mana, sie können theoretisch Swipe und Maya Keeper zum Beispiel machen. Also wir haben recht viele Möglichkeiten. Und das sind die genau, was wir wollen. So, 4 Mana jetzt für ihn. Hoffe ich, dass wir swipen können. Das wäre gut, sonst mit 4-3 Leben. Okay. Ah, die sind auch Beasts, gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, was ich genau gesagt habe. Mit dem Swipe hier. Und dann. Den da. Ich weiß, dass es am Anfang des Spiels war, es auf 12, das heißt, wir haben jetzt 5 Spells gespielt. Es ist halt wichtig, dass wir wissen, wie viele Spells wir gespielt haben, dass wir wissen, wie viele Spells in dem Yogg's Around kommen. Ich würde sagen, ab 5 ungefähr lohnt sich das. Also, wie gesagt, die Karte ist sowieso komplett random. Cast a random Spell und dann auch noch auf a random Target. Das ist komplett random. Es ist wirklich nicht, da weißt du nicht, was rauskommt. Das ist halt eigentlich ganz cool. Auf der anderen Seite vielleicht fast schon zu random, ja. So. Dann noch das. Ist gut. Rack. Das ist halt super risky. Ich glaube, vielleicht machen wir es sogar. Das ist halt hart scheiße gegen Silence, hart scheiße gegen Hunter's Mark. Ich muss einfach treffen. Come on, hit this guy, please. Sehr schön. Good job, Rack. Das ist der Grund, warum ich nicht ein Deck habe. Savannah High, man, richtig stark. Wir können jetzt schon voll YOLO gehen, mache ich aber nicht. Ich glaube, ich gehe auf Sylvana und Mark the Wild. Ist schon sehr stark. Schauen wir mal, wo der Rack hingeht. Bumm, okay, gut. Wir müssen jetzt die beiden reintraden und die Waffe benutzen. Ist auch nicht schlecht für uns. Und wie gesagt, ich würde damit Yogg meistens warten, bis wir sozusagen. Yogg ist eher so eine Karte, wenn du keine Chance mehr hast, dann spielst du Yogg. Aber wenn du sowieso gewinnst, solltest du Yogg nicht mehr, der kann dir ja auch selber komplett dich zerstören. Deswegen lieber, ich würde die Karte nutzen, wenn du eben keine andere Wahl hast, sagen wir so. Hm. Okay, er geht wirklich volle Kanne rein, kriegt 7 Schaden, ist gut für uns. Ist mir egal. Okay. Ja, komm, Engine of War, was will der dagegen machen? Oh, saugut, saugut. 2 Damage dahin. Yes, sieht gut aus. Ich glaube, das haben wir das Game. Vielleicht jetzt ist es vielleicht sogar besser, wenn er Face geht. Okay, macht nichts. Ja, ich glaube, das Game haben wir. Frage ist, ob wir dann gleich noch Yogg's Around einfach so for the fun spielen. Ist ja halt die Frage. Wir müssen es eigentlich machen. Wenn es der erste Tag, da kann man auch mal ein bisschen Fun haben. Ist uns egal. Ist auch egal. Wollen wir es machen? Ja, komm, wir machen es einfach. Let's go. Mind Vision. For Tentacles. Auf ihn selber. Snipe. Hammer of Wrath. Wohin?
Auf in deinen eigenen. Oh, wir haben Innerwelt gezogen. Flamelands, auf. Und deinen eigenen. Burgle. Es ist so geil. Null Kontrolle, einfach irgendwo hin. Silence, fuck. Okay, da hat uns überhaupt nichts gebracht. Aber gut, macht nichts. Wir spielen. Wir haben noch Commander übrig. Was haben wir denn hier? Snipe. Spielen wir doch einmal Extra Trap, oder? Expo Trap. Und bam. Wenn wir jetzt sterben, dann sind wir selber schuld. Aber wir sterben nicht, glaube ich. Weil nächstes Mal haben wir Kill Command. Und Call of the Wild. Holy shit, die Karte ist richtig krass. Wenn wir jetzt sterben, dann sind wir selber schuld. Oh oh. Hey, wir sind sterben nicht, oder? Wir sterben nicht! Und dann haben wir gewonnen. Yay! Sehr nice, sehr nice. Und Kill Command for the win. Wir könnten jetzt sogar. Wir machen stilvoll. Bam! Machen wir es nämlich so. Und dann töten wir mit Yoxeron. Nice! Was für ein Game! Der hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Yoxeron. Nur für den BM-Finish. Wunderbar. 2400. Wir climben mit dem besten Deck der Welt. Haha. Ja, ist einfach nur Hammer. So viel Spaß mit solchen Decks. Und gerade auch, weil die Gegner eben auch lustige Decks spielen. Hier und der hat gerade eben auch kein tolles Deck. So, wir müssen uns immer am Anfang des Spiels daran denken. Und kurz schauen, wie viel das steht, weil es halt verbuggt. 22 ist also so. Von da aus geht's los. Gegen Warlock sollten wir Swipe eigentlich immer behalten. Wrath hier auch gesagt. Das ist immer so. Ja. Okay, Karten. Könnten besser sein. Flame Imp, der kriegt Wrath ins Gesicht. Kannst du sicher sein. Leben gut, wir noch aufheben, falls die nächste Runde eben zum Beispiel 3 Damage machen wollen können. Dann können wir das plus das spielen, ist gut. Das heißt, Wrath hier effizienter. Knife Juggler, das kriegen Living Roots. Yo, Wildcourt ist stark. Können wir nächste Runde den 5er spielen? Wir sind gut dabei. Gegen Zoo ist es wichtig, dass man am Anfang even bleibt. Zum Beispiel ist ein 1-5er die neue Karte, die ist richtig krass, aber wir haben den Charger, was gut ist. Genau die Karte meinte ich. Den werden wir gleich anchargen, denke ich. Außer spielt es noch 1000. Nein, der kommt noch mit 1000 Minions. Das ist nervig. Das ist extrem nervig. Müssen wir auch doch auf Torn spielen. Da müssen wir doch auf S-Rang 300. Wow, nicht schlecht. Ist ja so ein Tryhard, ja. Keiner, der solche Fun-Decks spielt, ist Rang 300. Eieiei. Not bad. Er greift nicht an, okay. Das Beste ist hier wirklich einfach swipen. Wir müssen swipen, weil können wir swipe dort und dann den töten. Ah, ist eigentlich nicht richtig scheiße. Gut ist es nicht. Sagen wir so aus, wir haben keine besseren Optionen, glaube ich. Zack. 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 Nicht gut. Swipe ist eine der besten Karten in die Klasse und trotzdem haben wir sie verschwendet, aber wir konnten nichts anderes machen. Wenn wir das gespielt hätten, wäre er nur noch fetter geworden. Ja, diese Karte ist komplett broken. Dieser 1-5er, der 1000 Attacke bekommt. Deswegen, ja, bitter für uns. Macht aber nichts. So, wir 4 Spells schon. Gut. Doomguard. Das ist gerade der Sea Giant, ist gut, dass es weg ist. Der nervt. Kommen wir zum Ancient of War. Schau, ob er da durchkommt. I hope not. Dark Iron Drops, okay. Okay, nicht schlecht. So, wir können entweder spielen wir jetzt Nourish für Mana und dann direkt das hinterher, aber ist nicht so stark. Wir könnten auch erstmal das hier spielen. Ich glaube, das ist die beste Variante. Das ist mal auf Spell spielen. Mal schauen, was kommt. Ah, Mulch ist nicht schlecht.
Aber wir können halt Mulch nicht mit dem Duck, dich nicht mit dem zusammenspielen. Das ist nicht so toll. Soll ich den Mark the Wild lieber? Mark the Wild, dann mache ich folgendermaßen. Dann mache ich den hier. Wie machen wir das denn am besten? Wie machen wir es am besten? Also, ich glaube, den hier spielen wir auf jeden Fall. Ich frage es nur, wie. Trade dort. Ich glaube, das Beste so. Also. Den spielen wir in Charge. Geben den das. Spielen den dort rein. Den dort rein. Ich glaube, das ist das Beste. So machen wir es nicht so anfällig. Wenn wir auf Torn gespielt hätten, hätten wir zwar zwei Leben mehr gehabt, aber dafür wären wir gegen so Powerwhelming sehr anfällig gewesen. Und ja. Es ist das Gute. Das Schöne an der neuen Expansion ist, Turn 7. Und was kommt? Kein Dr. Boom. Yes. Kein Dr. Boom mehr. Eine der besten Sachen, die passieren konnte für Hearthstone. Naja. Der sackt ein bisschen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier auf Card Draw. Wir können ja sowieso Innervate Sylvana spielen. Jetzt kriegen wir Swipe, ist okay. Azurek ist stark. Okay. Ich glaube, wir gehen auf Innervate Sylvanas. Den Trade, machen wir den? Ich glaube nicht. Kriegt dann einen einfach verspätet, das ist gut so. Vielleicht trade doch den rein, dann ist er danach anfänglich für in der Azurek Swipe, was sehr gut ist. Ja, ich denke, es sieht sehr gut aus. So, was hat er jetzt? P.O. Okay. Schade, das war das Falsche, hätten das da gewollt, weil das chippt sowieso. Aber egal. Wird jetzt nicht so viel Unterschied machen. So, Endgame Boss ist stark wie immer, hat nichts geändert. So, ich bin Azurek auf jeden Fall zuerst. Ancient No More, lol. Swipe, wenn ich, würden als Einser da bleiben. Ist Verschwendung, Wrath ist okay. Ist genau das gleiche, aber halt weniger Verschwendung. Und Feral Rage ist auch okay. Ich spiele Wrath. Wrath und Hero Power. Ich hab irgendwie, ich glaube ein bisschen, dass er keine Chance hat gegen uns. Jetzt im Late. Wir sind bei 9 Spells. 22 waren es am Anfang. Schon relativ viel. Wie viel Spells haben wir eigentlich im Deck? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17. 17 Spells haben wir im Deck. Oh, der sackt ein bisschen. Oh, Ragnaros. Ragnaros. Do we trust in you, my friend? Yes, we do. Ragnaros the Fire Lord. Jetzt deine Time to shine for you, my guy. Please, 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 please. Nein! Okay, wenn wir sterben, sind wir bitter. Wer ist bitter? Aber ich glaube, wir sterben nicht. Aber trotzdem, es kann passieren. It could happen. Egal. Egal. Nicht egal. Okay. Wir haben gewonnen. Simple as that. Feral Rage und Swipe zusammen 8 Damage. Plus Hero Power 9. Zack. Und bam. Nice. 3-0. Mit Yoxeron Druid. Wir haben Yoxeron noch nie gebraucht. Ja, wir haben es ja einfach so immer einfach so gewonnen. Was auch schon mal. Okay, schon plus 1000 Ränge, Junge. Nicht schlecht. Not bad at all. So. Weiter geht's. Ich bin super motiviert. Wie gesagt, ich bin sowieso mega motiviert, weil auf das Game sowas von geil ist. Gerade. Gerade heute. Heute ist der beste Tag zum Blättern. Ever. I will fight with honor. I must protect the wild. Wild. Nice. Schöne Startkarten. Ich glaube, wir keepen es mal so. Ja. Jetzt kriegen wir dann noch Sylvanas. Okay, passt. Paladin. Paladin kann viel sein. Kann Agro-Paladin sein, kann Murloc-Paladin sein, kann irgendwas anderes sein. Gibt viele Möglichkeiten. Wir schauen mal. Oh, Raven Idol, Offspell hier. Wir brauchen keine Minions gerade.
Und ich denke, das Beste ist hier Marked Wild. Eigentlich ganz gut für den Deck, weil wenn man einfach Taunts braucht, zum Beispiel Sylvanas Taunten ist ziemlich stark manchmal. Das ist nie schlecht eigentlich. So, Wild Growth. Zumindest gut mit dem Deck, wenn man die Coin hat, weil Coin auch als Spell für Yogg-Saron zählt. Wichtig. Okay, das ist irgendein Control Murloc Paladin vielleicht. Sehr komisch. Double Hero Power. Maya Keeper ist überragend hier. Nochmal Rampen ist immer schön. Man will nur Rampen mit dem Deck. Rampen ist die höchste Priorität. Ramp, Ramp, Ramp. Let's Ramp. Okay, Argent Lance. Interessante Karte. Aber sowas ist halt. Das ist cool in der Standard. Oh, lol. Es ist Nidoss. Das ist wichtig. Das war gerade schlecht für ihn, dass er das revealed hat. Weil jetzt wissen wir, was er spielt. Er spielt ein Death Rattle Paladin. Was mich komplett schockt. Ich weiß nicht, wie es funktionieren kann, aber vielleicht funktioniert das für ihn. Okay. Wir spielen Sylvana. Könnte noch das spielen. Wollen wir das spielen? Es ist scheiße, so ein Keep auf Uldaman in die Fresse bekommen. Wir erstmal den da. Hier muss die Coin noch auf. Ist trotzdem eine schöne Karte, weil er muss Double Trade. Also er kann nicht einfach so red traden, er muss noch irgendwas extra haben. Das ist natürlich schön. Noch ein Hero Power. Okay. Passt schon. Swipe ist noch nicht so stark hier. Agent of War oder D und Hero Power? Ich habe halt Angst vor Ekoptisch, deswegen spiele ich es noch ein bisschen. Ich glaube, ich hebe den noch auf, bis die Quality draus. Black Knight könnte auch eine Möglichkeit sein. Black Knight hier auf den da. Black Knight spielt gerade jeder zu rechts. So viel Torrents gerade unterwegs. Deswegen mal schauen. So ist halt so ein bisschen baiten wir das raus, bevor er dann mit dem richtig fetten Typ kommt. Equality schon mal gut, dass es draußen ist. Das wollten wir ja quasi. Und dann kommen wir next Turn mit dem da. Ist doch, ist Cartoon auch dabei. Was ist das für ein komisches Deck von ihm? Okay, interessant. Sehr geil, okay. Living Roots, um das Divine schon wegzubekommen. Right. Ja, schon wegen Buffs und so. Dann den da. Jetzt hoffen wir auf keinen Keep auf Uldaman, der wird richtig abfuck. No Keep auf Uldaman, please. Also, es ist ein komischer Cthulhu-Zoth. Ah, okay, der Decktracker zeigt uns an, wie fett der andere Cthulhu ist. Das ist natürlich gut. Sehr schön gemacht. Von Decktracker. Tracker machen. So. True Silver. Passt. Kommt aber noch nicht durch, was gut für uns ist. Okay. Angel of War Nummer 2 könnte gut sein. Ich glaube erstmal Wrath. Auf den Kameraden hier. Oder? Swipe könnte auch schon worth it sein. Ich meine. Ich mach das mal Rad. Ich spiel jetzt mal den so und trade den vielleicht wieder für irgendwie Quality. Ich glaube halt, dass der zweite die Quality hat. Aber ich müssen es auch irgendwas. Wir können sich nichts machen, das ist das Problem. Deswegen denke ich, so ist schon ganz okay. Oh lol. Wow. Coole Karte. Wir gehen natürlich. Hier könnten wir so auf Minion gehen, wir haben gar kein einziges Minion und dem können wir sogar schon ganz gut umgehen. Machen wir das mal, gehen wir auf Minion. VGH. Was ist das denn? Das ist halt der Grund, warum ich nicht auf Minion gehe, weil da einfach nur Scheiß bei rumkommt. Was wollen wir? Wir könnten als Savage Roll die Zone spielen. Könnten wir den ganz gut wegräumen. Gehen mit dem Typen mal. Eigentlich egal, welchen wir das geben. Okay. I like it.
Waffe auf den war klar. Also es scheint ein harter Defensivfallen zu sein, was für uns nicht so toll ist, weil wir gerade nicht so das Beste gebohrt haben. Tyrion, Fordring is here, guys. Nurish ist stark. Get wrecked! Coin Black Knight. Kannst du mal. Das war lucky. Das war lucky. Gebe ich zu. Aber man muss noch Luck haben. Black Knight möchte ich übrigens in jedem Deck spielen zurzeit. Wirklich in jedem Deck. Ist einfach so stark. Es gibt so fucking viele Taunts gerade auf der Ladder. Nur so viele Druiden, so viel anderes Zeug hat verloren. Deswegen, ich würde Black Knight auch in jedes Deck reintun. So stark. GG. Savage Roar, Swipe und Rip. Nice! Savage Roar hat sich schon gewohnt, das habe ich jetzt vor der Session reingetan. 4-0, Leute, ey. Es geht echt richtig ab. Und wir haben noch keinmal Yoxel Roar gebraucht. Was ist da los? Schon plus 1300 Ränge gemacht. Ich würde sagen, nächstes Game. Ich habe mir das vorhin noch die Konstrukt-Folge ein bisschen kürzer zu halten. So 40 Minuten ungefähr, statt eine Stunde. Das ist, denke ich, ganz gut. Wir merken uns wieder 43 am Anfang. Das Deck hat es auch noch nie vor, aber wir werden auch Yoxel Roar schon noch irgendwann brauchen. Und ja, ich würde sagen, so 5 Spiele ist immer eine ganz gute... Okay, er spielt gegen Warlock wieder. Wahrscheinlich wieder ein Zoo. Maya Keeper eigentlich eine super Karte, aber gegen Zoo ist es problematisch. Da wollen wir nicht zu slow starten. Ich glaube hier... Ah, nicht so toll. Ich hätte noch einen Wild Growth gern gehabt. Vielleicht kriegen wir sie aus dem Raven Idol. Ja, perfekt. Wenn man danach fragt, kommt es auch so. Schauen wir mal, was wir bekommen. Wieder Spell, wie immer eigentlich. Naturalize vielleicht? Astral Communion nicht mit der Hand. Die Hand ist sowieso schon sehr stark. Brauchen wir nicht wegtun. Naturalize wäre okay, denke ich. Moonfire, ja, lala. So ein whatever. Moonfire. Wir nehmen mal Naturalize. Okay, spielt nichts, ist gut für uns. Ja, wir haben so einen starken Ramp. Das ist richtig gut. Richtig gut. Okay, das ist kein Zeus, irgendein defensiver Warlock. Ist gut für uns. Sehr schön. Double Maya Keeper. Schon 6 Mana nächste Runde. Wahrscheinlich ist ein Reno-Lock oder so. Könnte auch C'Thun-Lock sein oder so. Irgendwas komisches. Wir werden sehen. Farsia. Okay, ist also ein ganz defensiver Lock mit Farsia. Oh, das ist ein schöner Draw. Zack. Zack. Kommt wahrscheinlich ein Hellfire, ist aber jetzt mal wurscht. Wenn ein Hellfire spielt, kommt danach einfach der da raus. Auch nicht schlecht. Was habe ich vergessen, wie viele Spells wir schon gespielt haben? Ich glaube, wir haben Wild Growth, Raven Idol, Wrath. 3 Spells gespielt. Was ist das für eine Karte? Ah, ist die Karte, okay. Spielen wir auf den da. Traden dort rein. Mal schauen, was er gegen 15er jetzt zu sagen hat. Spellbreaker, okay. Nach Owl noch, den ständig so noch den da. Hero Power. Trade. Ich weiß halt immer noch, das ist halt ein guter Vorteil für ihn ist, aber er hat immer noch so sein Deck verschleiert. Bisher kann es immer noch alles sein. Es kann Reno Lock sein, es kann C'Thun Lock, es kann alles sein, ja. Und deswegen ist halt, weiß ich nicht so richtig, was ich erwarten soll. Aber das weiß man sowieso zu Zeiten. Das ist ja auch das Cool da gerade in der Ladder. Man weiß nie, was man erwarten soll. Das ist so das Geilste. Black Knight, okay. Ja, starke Karte, kann nichts zu sagen. Mal Karten, glaube ich. Jo. So, Wild Growth bringt gar nichts. Mulch. Okay. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auf den Azure Drake innerwählen, sonst haben wir noch nichts.
Machen wir das mal. Der mit Arthur Drake. Yoxeron, okay. Dann spielen auch die beiden 1-1er. Why not? So, wir haben schon 6 Bells dieses Match gespielt. Das heißt, Yoxeron ist noch nicht so richtig stark, aber wir können schon mal raushauen. Immer noch ein 7-5er. Der sich halt auch eventuell selbst executed, aber ist whatever. Wir schauen auch mal, was für eine Situation jetzt kommt nach dem Zug. Ob er das Board cleared, ob er ein Minion spielt, wenn dann. Also am besten für uns eigentlich nur ein richtig fettes Minion spielt, da können wir auch mulchen, dann ist vorbei. Wir werden sehen. Ah, cool, Linie für ihn gespielt. Der ist deutlich höher gekommen. Twisting Nether. So, die große Frage, wollen wir... Oh, Ragnar ist überragend. Ist hier erstmal eine Karte. Ragnar ist hier richtig stark. Ja, weg. Ragnaros, du kannst nicht verfehlen. Perfekte Situation für dich. Bam. 8 Schaden. Und Yoxeron kommt dann nächste und vielleicht kann Yoxeron vielleicht sogar töten. Mal schauen. Wir schauen, ob mal was kommt. Brandspeared. Und Twilight Drake. Das ist relativ schwach, muss ich sagen. Das ist really weak. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. Yes! Wir können den Spot klären, nämlich. Swipe ins Gesicht. Naturalize. Mulch. Yes, Leute. Naturalize hat sich richtig gelohnt. Kann man dazu nicht sagen. GG. Der war viel zu defensiv, der Junge. Und seitdem dann gekostet. Spectacular. 1405-0, Leute. Also ich würde sagen, geiles Ende zu diesem Video. Ich mache aber direkt weiter. Wir werden dann direkt das nächste 5er-Serie raus, weil es auch so unglaublich Spaß macht. Ich kann gar nicht aufhören. Ich hoffe, es gefallen. Gerne Kommentare, Abo, Like, was auch immer. Ich kann sagen, geilste Hearthstone-Teil der Welt. Spielt gerne, spielt auf jeden Fall auch jetzt, sofort. Was auch immer euch einfällt, jedes Deck ist gut. Let's go und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.